Menschenjunges, dies ist dein Planet. Hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein. Möge das Leben hier gut zu dir sein. So singt es Reinhard May in einer seiner bekannten Lieder. Herzlich willkommen. Wie gut tut uns dieser Gruß, wenn wir in ein Haus hineingehen und jemand uns entgegenkommt und sagt herzlich willkommen. So dürfen auch wir heute sagen, herzlich willkommen, kleines Gotteskind, Jesus Christus. Oder ist es uns peinlich oder ist es vielleicht kindisch für uns, wenn wir das heute sagen? Herzlich willkommen, liebes Jesuskind, göttliches Kind. Aber auch Jesaja in der heutigen Lesung ist einer, der genau das sagt. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt. Können wir damit einstimmen, mit diesem Willkommensgruß des Propheten, diesem Gotteskind gegenüber, diesem Friedensboten gegenüber? Das Evangelium des heutigen Sonntags, des heutigen Feiertags, heute am Christtag, es ist immer für mich so das krasse Gegenteil von dem, was wir eigentlich in der Heiligen Nacht erleben. Die Romantik, die Seite des Stalles, der Hirten, diese Einheit. Und hier heute im Evangelium vom Wort ist die Rede. Und es heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Nach dem stimmungsvollen Evangelium dieser Nacht geht es heute am Tag weg von Bethlehem. Es geht hinein in die Realität. Gott, das ewige Wort, durch das alles geworden ist, was da ist, kommt in unsere Welt herein. Und das Wort ist Fleisch geworden, heißt es deswegen. Und es ist genau dieser Satz, dieses Glaubensbekenntnis, das sich auch im Gebet des Engel des Herrn widerspiegelt. Dreimal am Tag laden uns die Glocken zu diesem Gebet und diesem Glaubensbekenntnis ein. Und früher haben die Leute auf dem Feld zu diesem Zeitpunkt auch ihr Werkzeug weggelegt, innegehalten, sich an die Brust geschlagen. Das Wort ist Fleisch geworden. Ja, weil hier einer ist, der sich für uns interessiert. Und sein Interesse für uns drängt ihn, in diese Welt hereinzukommen und das zu werden, was wir sind. Fleisch, das Wort, die Sehnsucht nach uns treibt ihn an, Fleisch zu werden, hereinzukommen in unsere Welt. Das wahre Licht, das jedem Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Alles ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht, heißt es heute. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Gott kommt aus Sehnsucht zu uns Menschen herein in diese unsere Welt. Und was tut die Welt? Wir schicken ihn hinaus in den Stall, damit er dort geboren werden kann. Wir werden es erleben, wie er verleugnet wird, wie er gekreuzigt wird. Ja, wir Menschen, diese Welt, in die er hineingeboren wird, aus Sehnsucht zu uns, wir verweigern uns der Freundschaft, die Gott uns anbietet. Aber Gott sei Dank, so erleben wir es auch immer wieder, ist das Licht stärker als alle Dunkelheit, alle Finsternis. Gott sei Dank ist Gott einer, der nicht aufgibt. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam herein in die Welt. Es ist da und es geht nicht mehr weg. Es ist nicht auszulöschen. Es ist da und es bleibt da, weil er der Gott mit uns ist. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt und das Wort ist Fleisch geworden. Wenn wir das glauben, von ganzem Herzen glauben und annehmen, dann können wir die Welt mit anderen Augen sehen. Dann können wir die Welt mit seinen Augen sehen. Dann geht sein Licht auf. Überall dort wird es spürbar, wo wir die Hand zum Frieden reichen, wo Streit beendet wird, wo wir anderen unter die Arme greifen. Selbst noch in meinem alltäglichen Leben, oft im grauen Alltag, kann ich die Welt mit seinen Augen sehen, kann ich das Licht spüren, das hereingestrahlt hat vor 2000 Jahren in diese Welt und das immer noch leuchtet und immer noch nicht ausgegangen ist. Also herzlich willkommen, Jesus, göttliches Kind, in dieser Welt, in meinem ganz persönlichen Leben.
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, ich wünsche Ihren Familien von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und das Wissen, das feste Wissen, dass dieses Licht auch in Ihr Leben hineinstrahlt, weil das Wort Fleisch geworden ist.